Mahlzeit, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Transport Fever. Ja, in dieser Episode gehen wir nochmal komplett an den Stein. Wir haben ja hier unsere höchst lukrative Strecke schon gebaut. Inzwischen sogar so weit, dass ich diesen Zug hier bis auf 100 Tonnen verlängert habe. Und ihr seht, den kriegt man hier auch jedes Mal komplett voll. Der bringt so grob, einen Moment, ich zeige euch das, so 500k pro Tour. 683 sogar. Heißt also, das Ding bringt jedes Mal richtig was rein. Genauso wie unser Steinzug hier vorne, der hier von den Steinvorkommen hier direkt da immer seine 80 Tonnen oder, ja, sind doch Tonnen, ne? In den Waggons, ich glaube doch schon, oder? Ja, wird schon so sein. Dazu noch unsere Passagierwege. Ich kann ja eigentlich mal hier unsere Linien einblenden. Ihr seht, nur die Wolfsburger Linie hier, die gimmelt noch ein bisschen vor sich her. Wir haben inzwischen aber auch schon ein paar neue Fahrzeuge und Züge bekommen. Wir machen kurz mal einen Rundumblick hier. Also, wir haben, also diese ist hier noch nicht ganz in Reichweite. Ich meine, so eine Million nur für die Lok ist ein bisschen sehr krass. Aber, ja, 700.000 auch nicht recht wenig. Die meisten unserer Loks sind noch die Borsig. Und ich glaube, wir haben gar keine von den, ups, ein Moment, das kann man doch aus hier sehen, ne? Ja, genau, das sind alles die, steht das hier, was für eine das ist? Ne, man sieht das nur. Auf jeden Fall die grüne, also noch nicht die ganz alte, das ist diese hier, die Borsig, genau. Die nächste Linie, die ich jetzt plane, da wird mindestens die Preuß sein, denke ich. Denn es wird auch wieder eine Steinlinie und ich denke oder hoffe zumindest, das wird die lakritzestiveste, die lukrativeste, die wir jetzt geplant haben. Was ich hier letzte Episode noch gebastelt habe mit den beiden Schiffswerften, habe ich wieder abgerissen, hat so gar nicht funktioniert. Nicht ganz im Sinne des Erfinders. Wir wollen aber diese drei hier jetzt komplett mit dem Steinbruch, nein, mit dem Baumaterialfabrik hier drüben verbinden. Heißt also, wir bauen hier eine Strecke rum und von da nach da auch über die gleiche Ecke nach da oben. Ja, wir können hier leider nicht direkt rüber. Die Brücke würde uns in den Ruin reißen. Deswegen werden wir hier am Ufer eine Strecke lang bauen und werden dann hier vorne ungefähr rüber, hinter der Fabrik hier fürs Erz. Und ich denke auch, wir werden einfach mal mit der Brücke hier anfangen. Machen die einfach mal hier so her. Wir machen aber schon mal eine schnellere. Machen wir schon eine 90 km/h? Wir machen mal eine 90. Ich möchte aber auch eine zweispurige haben. Sieht noch cooler aus. Wunderschön. So, und hier wird sich die Bahn nämlich erst einmal splitten. Einmal in diese Richtung. Am liebsten auch so ungefähr in 90 km/h Richtung. Upsa. Und am besten auch nicht so, dass hier wieder komische Steigungen drin sind. Na, wir suchen sogar mal eine 100er Kurve. Wir haben ja Platz. Wir haben eine Menge Platz und den werden wir auch ausnutzen. Da oben müssen wir hin. Dann muss ich vielleicht sogar hier geradeaus einfach rüber. Oh, das ist aber... Das ist aber wieder dolle zu hoch hier. Also so in diese Landschaft reingraben möchte ich mich nicht unbedingt. Deswegen werden wir uns mal wieder Stück für Stück vorantasten. Ich weiß nicht, was das Spiel mal damit hat, dass mir das dann versucht, Strecken vorzuschlagen, die mich total arm machen. So, und dann werden wir hier rum. Und sind wir noch richtig? Ja, ne? Ja. Wo bauen wir denn jetzt ran? Ich glaube, auf die linke Seite hier. Dann nehmen wir mal wieder diesen Brückenkopfbahnhof. Nenne ich ihn jetzt einfach mal. Kopfbahnhof heißt er sogar. Dieser bitte. Den werden wir einfach mal... Oha. Ja, der ist auch schon mal gut teuer, weil wir den hier quasi auf den Berg setzen anscheinend. Aber ich denke, wir werden hier wieder ein bisschen rumtricksen. Upsa. Ja, irgendwie sind wir wohl leicht erhöht. Dann werden wir das anders machen. Wir werden die Straße hier ein bisschen nach unten führen. Genau so. Sonst nämlich ist der ganze Bahnhof wieder bis sonst wo erhöht. Und das braucht kein Mensch, weil es dann wieder viel zu teuer wird. Deswegen ein Stück Straße dazwischen. Und dann ist der Bahnhof... Könnte sogar noch ein tiefer. Oder? Will man den einfach zuerst hier unten hinsetzen? Wir machen es mal so. Ich habe da hinten gerade gesehen, dass es ungefähr eben ist. Also werden wir es mal so versuchen. Wo ist meine Strecke? Da oben. Wie sieht das aus, wenn ich die anschließe?
Ja, ich denke, ja, für 78.000 können wir nicht meckern. So, das ist die eine Strecke und die andere wird sich dann in diese Richtung neigen. Ich glaube, da haben wir sogar ein bisschen mehr Platz. Ja, mal gucken. Ja, ich denke, wir gehen hier direkt übers Land. Ich glaube, der Berg hier vorne ist noch flach genug, oder? Na, ich glaube, hier oben, das Ding sitzt schon mitten auf dem Berg. Das ist eher schlecht, ne? Ja, dann machen wir es anders. Dann werden wir die Hauptstrecke hier an der Straße lang führen. Ups. Und die beiden werden sich dann einfach dazu gesellen, hätte ich bald gesagt. Zu der Hauptstrecke. Machen wir erstmal eine gemütliche Kurve. Und dann bauen wir erstmal die Hauptstrecke hier lang. Ja, das sieht sogar ziemlich gut aus, finde ich. Ups, das war falsch. So. Das Gute ist, dass die Straße meist auch komplett eben ist. Man sieht das ja auch, dass immer gerade geht hier. Mal gucken, dass ich nicht zu weit fahre hier. So. Und jetzt darfst du. Ja, will ich dich auf die Seite oder auf diese? Eigentlich bald eben. Ja, wir machen mal so eine 100er-Kurve. Ich glaube, das ist noch verkraftbar. So, jetzt werden wir da den Bahnhof ranklatschen. Also die Bahnhöfe und Gleisen, die kosten so gut wie gar nichts eigentlich. Das richtig teure wird am Ende wieder, hier die Züge drauf zu schicken. Und wenn die Züge dann erstmal so lange eine Weile oder eine ganze Weile fahren müssen, bis überhaupt Kohle reinkommt, ja, das werden wir sehen, wann wir dann wieder wirklich Kohle draus schöpfen. Aber hier haben wir genau das gleiche Problem jetzt, dass wir den Bahnhof hier oben quasi viel zu hoch setzen müssten. So könnte ich den fast schon dran machen, aber ich glaube, wir sind zu nah an der Straße. Wenn ich der Schiene noch ein bisschen Schwung nach links gebe, so. Wie sieht das jetzt aus? Ja. Ihr seht, wir sind jetzt richtig im Boden hier drin, aber wir sind ja auf einer geraden Linie und auf einer geraden Strecke, ohne groß murren, dass es hier zu teuer wird mit irgendwelchen Bergab- und Bergabfahrten. So, und dann werden wir hier oben, nämlich das Steinbergwerk, ja, ich denke einfach hier auf dieser Seite. Ich glaube, wir bauen aber auch erstmal die Schiene. Wir werden. Ups, ach, Kamera. Das, ja, ich weiß nicht, ob wir das hier komplett zweispurig machen bis zur Brücke. Ja, ich glaube schon. Wir machen das bis zur Brücke noch zweispurig hier. Dann fange ich am besten mal hier an, dass wir hier einfach einen Weg rausziehen, damit es hier. Gucken, ob ich, wie viel km ich hier komme. Das ist zu groß. 97. Immer noch zu groß. 95. Ja, sieht ziemlich smooth aus. Das gefällt mir. So, und dann geht die Strecke hier direkt parallel zu der anderen. Ach so, wir müssen sogar noch über die Straße. Kann ich eigentlich da über die Straße auch noch rüber? Ja, gut. Ich habe ja sogar eine Mod drauf, die Bahnübergänge einstellt oder andere Bahnübergänge natürlich möglich macht. Weiß aber nicht, ob das vielleicht nur für Straßen gilt. Irgendwo konnte man das doch upgraden, oder? Nee, das sind Elektro? Nee. Was ist das hier? Hm, keine Ahnung. Na gut. Werden wir irgendwann bestimmt schon noch hinkommen. So, wir müssen also ungefähr nach da. Dann werden wir versuchen, bei 100 km/h zu bleiben. Wissen wir, es wird jetzt, glaube ich, hier gleich demnächst richtig teuer, weil wir jetzt quasi bergauf fahren. Also ich meine, jetzt fahren wir hier schon auf den Berg hoch. Ich denke, das wird schon zu krass hier, die Steigung. Kommt der Zug da hoch? Nee, kommt er nicht. Tja, wie kommen wir denn jetzt daran? Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir hier unten den Bahnhof hinklatschen, dass der da schon im Einzuggebiet ist. Tja. Nee, so hoch kommen wir gar nicht. Ich glaube, da müssen wir die ganze Steigung schon früher anfangen, hier unten. Da müssen wir das diesmal wirklich so machen. Zumindest. Ja gut, wir versuchen den Bahnhof hier mal so tief wie möglich zu setzen mit diesem Straßentrick. Wenn ich hier so eine Straße mache. So. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt einen Bahnhof rankriegen. Das ist ziemlich tief.
Ja, das ist zu tief. Da sind wir vielleicht nur zu nah an dem Berg hier dran. Ich finde es übrigens blöd, dass wenn man die Straßen oder alles andere wegreißt, hier diese Kugeln immer bleiben. Das sieht immer total bescheuert aus. Wir versuchen hier nochmal ein bisschen weiter runter. So. Und das ist wieder zu tief. Ne, das würde gehen. Kostet halt 350.000, ne? Sind wir noch im Einzugsgebiet? Ja. Und dann machen wir das aber trotzdem. Ja, was soll's? Was kostet die Welt, ne? So, jetzt möchte ich aber das hier eigentlich doch schon wieder ein bisschen gerade gemacht haben. Das sieht nämlich blöder aus. Ja, gut. Jetzt sieht das keine Sau mehr. Kann man natürlich ein paar Bäume hinstellen hier? Die kosten gar nichts, oder? Nee, cool. Nur Bäume, unendlich Bäume können wir stellen. Na gut, dann werden wir nur noch die Strecke versuchen anzuschließen, aber diese Lok hier, die hat jetzt richtig zu schuften, glaube ich. Oh, gibt es sogar eine Brücke hier? Ich glaube, wir müssen die Steigung hier noch ein bisschen, die Kurve, glaube ich, noch ein bisschen kleiner machen hier. Vielleicht schon hier anfangen, um die Kurve zu fahren. Na, wir machen mal auf. Eigentlich nur 100, weil habt ihr ja gerade gesehen, dass die Strecke hier oben dann eh langsamer wird. Ich glaube, so passt das ganz gut. Jo, die kostet mal eben 600.000, ne? Weil wir hier irgendwie noch teilweise über eine Brücke fahren. Warum auch immer. Ach du Scheiße. Wenn ich das aufschütten würde, dann wären das 1,15 Millionen. Tja, das sieht sehr seltsam aus. 600.000. Ja, komm, was soll der Geiz? Guck mal, wir haben gerade 2 Mille. Fahren wir halt irgendwie. Irgendwann müssen wir halt dieses Tal hier überbrücken. Sieht doch ganz cool aus. Wenn der Zug drauf fährt, sieht es mir noch geiler aus. So, dann haben wir dieses Wirrwarr schon mal fertig hier. Jetzt müssen wir nur noch die Strecke bis da hinten bauen. Und die möchte ich schon. Ja, eigentlich möchte ich es so haben, dass wir dann auf der rechten Spur, die ich hier baue, hin und auf der anderen Seite zurück. Also wirklich so Rechts-Links-Verkehr. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier vorne an diesem Berg dran vorbeikommen, ohne groß viel von dem Berg wegzunehmen. Eigentlich hätte ich da gern so eine leichte Linkskurve. Ich setze erstmal hier zwei. Kommen wir hier eine noch rechts daneben? Nee. Links daneben geht schon nicht. So, versuchen wir mal hier so nah wie geht hier an dem Wasser. Ja, schnell kommen wir da nur nicht vorbei anscheinend. 80 km/h. Warum eigentlich nur 80 km/h? Die ist doch gar nicht so eng, die Kurve, oder? Die vielleicht hier anfangen sollen. So. So, dann machen wir es halt da. Und werden von da mal gucken, wie weit wir hier rumkommen. Ach so, ja, wird auch nicht schneller gehen. Weil wir sonst wieder im Wasser hängen. Ich müsste jetzt so schon eine Kurve bauen können. Und wenn wir hier anfangen ungefähr. Nicht nach unten, bitte. Du sollst schon gerade gehen. So. Ja. Na gut, geht doch. So, dann machen wir eine Strecke daneben. Läuft doch. Sieht doch cool aus. Schlängelt sich hier schon am Wasser vorbei. So, jetzt haben wir natürlich hier eine ziemlich scharfe Kurve. Leider viel zu scharf. Das ist natürlich blöd. Hätten wir bald die Brücke woanders hinsetzen müssen, dass wir die Brücke von hier nach da setzen ungefähr. Tja, wie kriegen wir denn jetzt hier eine Kurve? Tja, ist halt so. Da müssen wir erstmal hier rumschleichen mit 50 km/h.
Im Moment ist es noch nicht so wild, aber später werden wir das, denke ich, noch mal ein bisschen ausbauen, damit es vielleicht ein bisschen schneller geht. Wir haben ja eh noch keine Züge, die so schnell fahren können. Oh, jetzt wird's teuer. Hier müssen wir den Berg halt weggraben. So, wo ist denn das Ding überhaupt? Da. Sitzt das auch auf dem Berg? Nein. Oh, doch. Müssen wir jetzt hier einen Tunnel machen? Eieiei. Eine Mille. Oh Gott, oh Gott. Ach, wieso? Wir sind doch gar nicht draußen. So wäre es ungefähr richtig. 900.000. Ja, puh. Ich glaube sogar, aber das mache ich dann nur einspurig hier vorne. Nur wo machen wir dann den Bahnhof hin? Könnte natürlich auch weiterfahren hier am Ufer. Hier lang und dann nach hier oben. Aber ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Ich glaube, ich hätte bald die Fläche hier hinten ausgenutzt. Dass wir hier eine Straße lang setzen. Aber nicht so eine. Nee? Nein. Mach weg. Nur nicht sicher, ob jetzt hier vorne auch noch Einflussgebiet da ist für... Ja. 400.000, ne? Was soll der Geiz? Mein Gott, wir müssen uns aber auch reingraben hier, ey. Das sind hier Riesenkrater, die wir in die Welt graben. Das muss doch auch besser gehen. So. Meine Fresse. Wo willst du dich denn hingraben mit deinem Bahnhof? Ne, ich glaube, das ist dann hier eine sehr schlechte Idee. Dann werden wir doch nach da gehen. Dann werden wir den Bahnhof hier einen Kopfbahnhof benutzen, aber ich mache den mal zweigleisig. Hier ungefähr in diese Richtung. Müssen wir nochmal ein Stück Straße hier ranhängen. Und dann denke ich, sollte das... Ist der auch jetzt erhöht bis sonst wo, oder was? Oh, warum bist du so weit oben? Wir müssen viel weiter runter. Runter, runter, runter. Der wird teuer, wenn er denn überhaupt möglich ist hier. 350.000. Der ist immer noch so weit nach oben. Was, wie ist denn das möglich? Was ist denn das für ein Berg? Na, wo ist denn jetzt der Anschluss? Ich glaube, so sind wir ungefähr eben. Ja, dann werden wir es so versuchen. Vielleicht müssen wir jetzt hier noch ein... Nö, eigentlich sieht das ganz gut aus. Ja, mal gucken, was jetzt die Strecke sagt hier. ...32.000 ist schon mal... ...100.000. Hm, das sieht aber scheiße aus. Der Schlenker ist, glaube ich, unnötig hier. Ja, jetzt haben wir hier den ganzen schönen Wald wieder weggemacht. Ich denke, wenn wir hier einen Anschluss gerade rüber machen. Mit Brücke, was? Was kostet das? 180.000. Ach komm. Soll der Geiz. Sogar eine Doppelbrücke gleich. So. So, und da das dann so sein soll, dass Rechts- und Linksverkehr quasi herrscht, werden wir hier sowas wie, machen wir, das Einzug dazwischen passt, also irgendwo vor der, nach der Brücke. Ja, aber wir werden jetzt mal hier so ein Kreuz reinzimmern. Ups. Einmal so. Einmal so.
So, damit sie die Spuren wechseln können. Also kommt er hier auf der rechten Spur, kann sich dann erstmal hier aussuchen, wo er abladen möchte. Und dann fährt er wieder raus und fährt dann hier auf die andere Seite. Und dann werden wir die Spur auch mit mehreren Zeichen spicken, dass ihr mehrere Züge auf dem gleichen Gleis fahren können. Ja, und ich glaube, jetzt machen wir das wirklich direkt schon hier vorne, dass wir die Kurve noch mal ein bisschen entschärfen. Müssen wir halt die schöne Brücke noch mal abreißen. Und der Anschluss hier. Ja gut, die Bahn von hier oben muss dann halt eine richtige Kurve fahren, während die hier eigentlich nur gerade rüber muss. Ja, nur blöd, das muss ich hier alles noch mal ändern. Na, was soll's. Muss ich vielleicht noch mal die Arbeit machen, hier die ganzen Bäume reinzusetzen. Sieht jetzt nämlich doof aus, wenn die alle fehlen. Das ist jetzt schon wieder unnötiges Geld verbrennen, was ich hier mache. So, wir werden hier versuchen, einfach mal so eine 120er-Kurve zu bauen und gucken, ups, wo die uns hinführt. So. Und dann bauen wir hier. Ja, ich weiß, überall 120, aber jetzt baut er ja eine 90er-Brücke, aber ist egal. Die Brücke werden wir erstmal. Übrigens ist das ganz genauso, wie sie eben war. Totaler Blödsinn. Warum? Ich krieg das gar nicht so krass. Eigentlich muss die Brücke quasi so hier rüber. Damit sich das überhaupt lohnt. Dann kriege ich die Kurve aber hier nicht ran. Dann kriegen wir auf jeden Fall keine 120 km/h-Kurve. Aber gut. Machen wir so ein bisschen enger. 90. Gucken mal kurz, wenn wir vielleicht von hier aus gehen. Ah, dieses Autosave. Ich habe echt das Gefühl, das ist alle 12 Sekunden. So. Ich sehe natürlich nicht, wie viel km/h das sind. Ah, jetzt sehe ich das. So. Gut, haben wir. Dann machen wir direkt eine daneben. Na, geht doch. Gut. Jetzt haben wir wahrscheinlich hier wieder eine zu enge Kurve. Nein, ja, das geht sogar. Alles klar. So, gut, dann haben wir das. Das jetzt war aber gerade falsch hier. Du musst schon da dran. Ja, und die Strecke muss leider ein bisschen leiden jetzt, denn hier werde ich nicht so eine schöne Kurve rankriegen. Achso, übrigens ist das auch jetzt gerade falsch angeschlossen. Ne, eigentlich ist es ja bald richtig angeschlossen, weil Rechts- und Linksverkehr soll ja hier komplett über die ganze Bahn laufen. Wir müssen halt hier dann nur zwei Abfahrten machen. Eine Auf- und eine Abfahrt, ja. Ja, müssen wir halt direkt hier am Brückenkopf nehmen. Hier. Wo ist denn das? Da hinten. So. Und dann muss ich auch noch auf die Seite hier bitte irgendwie. Von da darüber. Geht nicht? Kann ich eigentlich auf der. Auf der Brücke kann ich sowas auch machen, oder? Ist das jetzt noch auf der Brücke? Ah, oh, cool, es geht auf der Brücke. Geil. Gut, dann kommt also der eine Zug von hier. Fährt er auf die rechte Spur und wenn er wiederkommt, macht er hier einen Schlenker und dann fährt er wieder auf seine Spur zurück. Gut. Dann kannst du jetzt da dran wieder und dann ist alles fertig. So, dann haben wir das angeschlossen. Ja, jetzt kommt das richtig teure. Erstmal einen Schluck Kaffee. Gut, das ist nicht das teure. Aber jetzt müssen wir die Züge auf die Bahn schicken. Das wird richtig teuer. Aber ich glaube, das wird sich rentieren. Frage ist, ob diese drei Dinger, die jetzt dieses eine Steinwerk anliefern, nicht komplett überfordert ist. Weil wir müssen den Stein von hier dann natürlich auch irgendwo hinbringen. Und ich denke, das erste Ziel ist dann hier hinten Isenbüttel für das Industriegebiet. Und ich glaube, bei der Produktion dann ist das Isenbüttel bald so groß denn wie hier in Gifhorn.
Also in Gifhorn, ich guck mal, das stand hier irgendwo, wie viel Prozent das sind. Ja gut, 52% Nachschubbewertung, 58, 38. Hier ist der Zug gerade reingekommen mit den Baustoffen. Das funktioniert also. Und ihr seht, dass direkt mal 3,6 Mille wieder auf dem Konto sind. Nur wenn der Zug hier gerade mal, ich guck noch mal kurz. Oha, ja. 1,37 Millionen hat der gefahren. Im letzten Jahr. Ja, mal gucken, wie das hier oben wird. Gut, dann machen wir erstmal das Simpelste. Wir werden erstmal die Streckenbeleuchtung ein bisschen basteln. Hier oben also haben wir das Kreuz. Wo ist denn das Kreuz? Hier. Das heißt also, wir bauen vor die Weiche erstmal ein Signal auf diese Seite. Und machen... Nee, eigentlich... Das ist ja die Ausfahrt. Ich weiß nicht, ob das reicht, da ein Zeichen hinzumachen und eins hier. Denn im Regelfall müsste auf diese Seite wohl auch noch eins, weil das ist ja Hin- und Rückfahrt hier. Also der Zug kann ja auch auf der Seite entladen. Kann von der Seite, oder von, ja, von der Rechtsseite kommt er, kann geradeaus durchfahren, entladen und dann fährt er hier rechts rüber auf die Spur, während der Zug auch von da auf diese Spur fahren kann, auf die Rechte von der Seite. So, jetzt werde ich einfach, was ich alle paar hundert Meter noch ein paar Signale setzen, damit die Züge nicht hier hinten warten, während der Zug hier rumtuckert, sondern hier immer quasi blockweise. Das heißt, der kann hier dann fahren, wenn der Zug hier fährt und so weiter. Jetzt werden wir am Ende der Brücke noch zwei stellen. Dann grob hier vorne. Und dann machen wir das nochmal hier. Und dann machen wir hier in der Kurve noch. Und dann machen wir vor der Brücke noch einmal. So, ich kann die sogar auf der Brücke platzieren. Das war nie möglich mit Transporter, da ging das nicht. So, und dann machen wir hier und... Ne, hier ist doof, wenn wir da einen hinstellen. Weil... Hier kommt erstmal eine hin, nur in die Richtung. Denn wenn der Zug hier, also der hat nicht Vorfahrt vor der Hauptlinie, das soll mal klar sein, ne? Trotzdem bauen wir dann, ich glaube, dann möchte ich hier gar kein Signal haben. Sondern, das nächste wäre dann ungefähr hier, sage ich mal. Oder machen wir die... Also der Zug muss auch hier vorne reinpassen. Also denke ich mal so und so. Und dann werden wir das hier bis zum Ende fortführen. Hier machen wir ein bisschen weiter hinten. Wenn wir eigentlich auch nach und nach sehen, wie sich das dann an allem ausfährt. Hier müssen wir natürlich erstmal... Warte mal, das mache ich zuerst. Die beiden nehmen wir nochmal ganz kurz weg, weil wir hier noch nicht die Kreuzung eingebaut haben. Hat bestimmt auch irgendwie so einen Fachjargon-Namen. Ist bestimmt keine Kreuzung, auch im Bahnverkehr nicht. Denn dieser Zug muss... Oh, Autosave schon wieder. Natürlich auch... Upsa. Wo ist der Anschluss? Das hakt auch sonst immer ein hier. Und der Zug muss natürlich auch darüber kommen. So. Und dieser Zug muss auch nach rechts rüberkommen. Das heißt, machen wir hier auch so eine... Rechts-Links-Kombination. So, gut. Dann machen wir einmal hier ein Signal hin. Und einmal hier. Und ich denke, ja, ja doch, dann war das gar nicht so falsch hier vorne. Na? So, gut. Ja, das denke ich, sollte reichen. Und jetzt machen wir, denke ich, auch nur einen zentralen... Depot. Ein zentrales Depot. So, jetzt hat das. Ah, da waren wir schon richtig. Da. In irgendeine Kurve, wo eh alle lang fahren. Gut, die fahren eh die gesamte Strecke lang. Hier oben ist, glaube ich, zu bergig. Da möchte ich das nicht hinbauen. Ich denke, hier ist ganz gut. Eigentlich muss es ja nur quasi auf die, für die Hauptstrecke da sein. Und am besten so, genau wie hier, wo eh so eine Kombi ist mit rechts-links. Also denke ich vielleicht,
wenn wir das Teil hier zwischensetzen. Machen wir mal so, dass es ein bisschen schön aussieht. So gerade so, da dran. Und dann kannst du hier quasi einfach mit auf die Hauptlinie. So, da kriegst du hier noch ein Signal. Ich denke, das war's, ja. Ja, Linie fertig. Gut, dann werden wir die Linie einfach direkt schon mal zuordnen. Neue Linie. So, dann haben wir Einzug. Der fährt von hier oben. Oh, das ist eine ganz schön lange Strecke. Mal gucken, wie da die Frequenz ist. Das ist dann, ja, wie nennen wir dich? Wir haben ja schon einmal Stein. Dann nennen wir dich... Ist das eigentlich Norden, wo ich hier hingucke? Haben wir eigentlich... Wir haben gar keine Minimap, fällt mir gerade auf. Fällt mir zum ersten Mal auf, dass wir keine Minimap haben. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir hier gucken. Ob das Norden ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Stein. Stein. Ich sag einfach mal Stein A. So. Dann noch eine neue Linie. Dann fährst du von hier bis nach da. Das ist dann Stein B. Und die letzte natürlich Stein C. Ups, das war falsch. So. Stein C. Natürlich nach da oben. So, gut. Jetzt wird's teuer. Wir haben 4 Mille, die ich denke, die sind ruckzuck weg. Mal gucken. Wir haben, glaube ich, sogar schon größere Güterwaggons. Die möchte ich auch nutzen. Die sehen nämlich richtig cool aus. Zeige ich euch zuerst einmal. Das sind nämlich richtig lange Dinger. Hier unten. Ah, nee, das ist ein Rungwagen. Oh, das ist gar nicht so ein Ding. Baumstämme, Stahlbretter. Nee, das ist was anderes. Aber wir haben große Abteilwagen inzwischen schon. Aber wir müssen wieder diese nehmen hier. Weil für einen Stein. So, und dann nehmen wir... Also die haben wir jetzt... Nee, die Borsig haben wir überall. Ich denke, wir fahren mit den Preuß. Ja, die ist einfach zu teuer hier. Ne, wir nehmen die Preuß. Wir kaufen eine Preuß. Ja, wie viele Tonnen lassen wir da mal mitziehen? Ich weiß nicht, die anderen haben 80 und Baumaterialien 100 Tonnen. Ich glaube, wir fangen hier erstmal gemütlich mit 40 an. Ja, wir machen hier erstmal 40 Tonnen. Heißt also 10 Wagen. So, und dann darfst du auf Stein A. Ich mache mal kurz auf Pause. Ich möchte das mal gleich beobachten, wie die sich verteilen. Der ist unterwegs. Ach so, eigentlich... Oh, warte mal. Kann ich den nochmal kurz... Hätte ich eigentlich nur duplizieren müssen, ne? Fahr nochmal ins Depot, bitte. Ach so, warte. So, stopp. Pause. Gut. Weil ich dann kann einfach hier... Klack. 1,36. Klack. So. Oh, wir haben echt nicht genug Geld. Na komm, ich habe alles ja zurückgezahlt, dann können wir hier nochmal einen Klick machen. Und dann werden wir nochmal ein... Oh, reicht's immer noch nicht? Was kostet der? Was? Der kostet doch nicht so... mehr als 1,4 Millionen? 1,63, eieiei. So, alles klar, dann geht's los. Also, ja, ich weiß, dich habe ich da schon. Also, du möchtest da sein. Stein A. Stein B. Stein C. So, jetzt lasse ich mir die Linie nochmal ganz kurz einblenden. Kann nämlich sein, dass irgendwo ein Fehler drin ist. Nicht? Sieht man die nicht? Ach so, das hat eine ganz komische Farbe. Das sieht ja kein Mensch. Aber es sollte wohl funktionieren. Ey, die sieht man echt überhaupt nicht, die Farbe. Was ist denn das? Grau, Brau oder... Braun, grau und, was nicht, ockergelb. Also die gelbe sieht man. Na gut, alles klar. Wir werden mal starten und werden hier das Steinzeitalter mal in Gang bringen. Wo ist denn das Depot? Da. So, da fährt die erste raus. Stramme 50 km/h. So, und die zweite müsste nämlich gleich rausfahren, wenn der Zug auf dieser oder in diesem Abschnitt ist hier. Genau, da fährt sie los. Nummer 2. Problem ist, dass ja Stein B quasi, das ist dieser, ja, jetzt eigentlich erstmal falsch fährt. Genauso wie dieser Zug. Die müssten eigentlich alle nochmal in die andere Richtung. Kann ich dich kurz umdrehen? Das mache ich mit dir auch gleich. Dann fahren die nämlich alle jetzt richtig. Dann fährt sie nämlich jetzt hier oben rein.
Der wartet, bis hier vorne jetzt frei ist. Oh, wo willst du denn jetzt hin? Das ist ja nicht so schlau. Ich fahr noch mal kurz in den Bunker. Nee, das ist noch nicht so toll. Nee, ich wollte sagen, dass die jetzt ja quasi nach hier oben muss, Stein B. Wird sie jetzt auch machen, genau. Und die muss natürlich jetzt erstmal warten. Hier ist nämlich das Kreuz. Das heißt, sie fährt gleich hier auf die andere Spur und fährt dann zu Stein A, was natürlich in dieser Richtung liegt. So, jetzt kann ich dich wieder starten. Wo bist du denn? Du fährst auf Stein C wieder. So, gut, alles klar. So. Jetzt fährt die schon mal in die richtige Richtung. Und auch Stein C, doch Stein C, ja, ist unterwegs. Wunderschön. Nur, ach, da liegt direkt sogar schon was. Da liegen schon mal 13 Tonnen. Ach was, echt, so schnell geht das? Ja gut, jetzt gucken wir uns mal kurz die Linienzeit an. Wir haben 6, 16 und 12. Ah ne, da, 16, 12 und 14. Eigentlich geht das noch. Also die, naja, Stein A hat natürlich die längste Zeit, weil die, was ich, von hier hinten startet, bis da oben hoch. Aber mal gucken, ansonsten können wir immer noch sagen, wir schicken auf die Strecke eine zweite Bahn. Dann bauen wir einfach noch einen zweiköpfigen Bahnhof ran. Auch kein Problem. Aber ich denke, wir sind richtig gut bedient. Ich glaube schon, dass die eine Menge einbringen werden. Da fährt schon die erste Bahn wieder in die andere Richtung. Das Schöne ist, wir können das auch hier richtig schön verfolgen. Das Depot sieht man hier links. So, und jetzt fahren wir noch eine kurze Strecke. Da geht schon das Signal nach oben. Ja, sieht richtig schön aus. Kennt ihr noch diese Serienarme, wo man dann vorm Fernseher gehockt hat und dann hat man irgendwelche Bahnlinien gesehen, die durch Norddeutschland, Deutschland irgendwo durch die Gegend gefahren sind? Voll cool, genau wie dieses Lagerfeuerfernsehen oder was es da mal gab. So, gleich geht's über die Brücke, da freue ich mich. Hui! Wunderschön. Voll Sightseeing hier. Sieht viel schöner aus mit dem ganzen Wald, als diesen leeren Flächen überall. Voll cool. Da fährt sie. Oh, sogar genau die richtige Geschwindigkeit, wenn ich mit der Maus hier mich bewege. Als ob wir mitfahren würden. Hui! Oh nein, was ist das denn jetzt? Warum hat sie jetzt Gas gegeben? Achso, weil ich zu weit unten war mit der Kamera. Das finde ich lustig. Ja, da ist der Onkel wieder zufrieden mit so einer Spielerei hier. Der kleine Mann hier vorne. Da guckt er ab und zu mal aus dem Fenster. Oh, da kommt der Stein entgegen. Wo kommt die denn schnell her? Ist das Stein A? Stein C? Hm. Hast du schon Geld eingebracht? Nein. Warum fährt mir der Stein in C jetzt schon entgegen? Ha. Na gut. Auf jeden Fall funktioniert es. Wie viel Kohle wir dann mit dieser Bahn scheffeln, sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich danke euch wie immer vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.